Moin Leute und ganz herzlich willkommen mal wieder zu einem neuen Video. Wir schauen uns an vom lieben Green Klopapier. Ja, das was den Deutschen am heiligsten ist, auch in der Apokalypse, in der Pandemie, es ist Klopapier, ja. Klopapier ist das absolute Must-Have und darüber werden jetzt ohne Ende Songs gemacht. Green hat auch einen gemacht, aber ich denke mal, der von Green dürfte extrem humorvoll und nice werden. Weil Green einfach nur ein freaking God ist, ja. Klopapierwitze haben wir eigentlich genug, deswegen mache ich jetzt keine mehr, sondern wir hören einfach mal, was Green hier fabriziert hat. Schauen rein, let's go. Ja, ist ja gut, Alter, halt's im Maul. Ach Gott, ey, geht mir das auf den Sack. Wirklich. Dieses Land, ne, mit diesen, ja, egal, ich sag dazu nichts mehr. Mal gucken, was Green dazu zu sagen hat. Ja, okay. Klopapier! Wo ist mein Klopapier? Hat er nicht gemacht, oder? Er sitzt nicht wirklich nackt auf dem Klo einfach, oder? Mit so ein paar Klopapierröllchen da. Klopapier-Alarm! Doch, hat er gemacht. Alter, ja moin, ey. Deutschland, was los mit dir? Deutschland, wo ist mein Klopapier? Deutschland, was ist bloß passiert? Klopapier-Alarm! Hamster fallen übereinander her und kaufen wie verrückt die Regale leer. Besonders Klopapier hat es ihnen angetan. Was haben sie denn vor? Alles für ein Arsch. Hamster fallen übereinander her und kaufen wie verrückt die Regale leer. Ist einfach geil. Sorry, dass ich in der Hook pausiere. Ich feier's mega. Ist einfach mega lachig umgesetzt auf jeden Fall. Musikvideo natürlich, ja, gut. Natürlich, ja, passend, sage ich einfach mal, ne? Sehr lustig auf jeden Fall. Fallen übereinander her und kaufen wie verrückt die Regale leer. Besonders Klopapier hat es ihnen angetan. Was haben sie denn vor? Alles für den Arsch. Alle spielen verrückt und gehen in den Laden und wollen alles für sich, die anderen sollen nichts haben. Ich komm zuerst, mein Arsch ist mir heilig und natürlich Nudeln, du weißt, dass das meins ist. Mit 10 Klopapier Rollen reichen locker nicht, außer wenn ich durch die Nudeln Verstopfung krieg. Ich und meine Fam zuerst, komm opfer dich und mir egal, ob du von wem die Oma bist. Ja, wenn man von den ganzen Nudeln Verstopfung kriegt. Ah, ist so real, ne? Es ist so real, es ist, ach. Gut, Nudeln kann ich ja noch halbwegs nachvollziehen oder so Konservendosen und so, das sind ja auch alles, ja, muss man auch nicht alles so in Massen kaufen, wie es die Leute machen, aber so zwei, drei Dinger, du kannst ja mal so zwei, drei Konserven kaufen und so, ne, aber dass da wirklich Leute sich um Klopapier prügeln und so, das ist doch so, ach, warum? Also, ach, das ist so stupid, Alter. Es ist einfach so stupid, das ist also es ist einfach nicht zu beschreiben, wirklich. Generell, die Dummheit der Menschheit kennt einfach keine Grenzen. Das zeigt sich immer, immer wieder. Ich finde das krasseste Beispiel, was wir gerade in dieser Pandemie haben für die Dummheit der Menschen, ist in den USA Spring Break gewesen. Also da habe ich wirklich gedacht, jetzt ist alles vorbei oder, das war, glaube ich, das krasseste. Also das ist schon auch krass. Ach, es gibt so viele Beispiele, Leute, die Verzweiflung. Ich bin auf jeden Fall zu Hause, aber ich muss eigentlich meinen Lebensstil auch nicht großartig ändern. Also von daher, ja. Also der Song, um mal wieder zurückzukommen, auf jeden Fall nice. Hört sich alles sogar gut an, ist mega lustig. Also Green hat es auf jeden Fall drauf, Alter. Egal, ob du von wem die Oma bist. In Deutschland, was los mit dir? Was los? In Deutschland, wo ist mein Klopapier? Mein Klopapier? In Deutschland, was ist bloß passiert? Die Welt geht unter! Klopapier-Alarm! Hamster fallen übereinander her und kaufen wie verrückt die Regale leer. Besonders Klopapier hat es ihnen angetan. Was haben sie denn vor? Alles für'n Arsch. Hamster fallen
übereinander her. Das Video habe ich auch gesehen, das ist so genial, der Typ, ne? Müsst ihr euch mal reinziehen, wirklich, ist so dumm, ist unglaublich. Übereinander her und kaufen wie verrückt die Regale leer. Besonders Klopapier hatte sie ihnen angetan. Was haben sie denn vor? Alles für den Arsch. Die Kinder haben schulfrei, das Papa bleibt zu Hause und kocht seine Nudeln, alle haben Pause. Mama stapelt die Klopapierrollen, baut eine Pyramide, oh ist das toll. Corona versetzt die Welt ins Koma und ist schlecht für meine Oma, oh ja. Alle fallen in Ohnmacht, doch Hauptsache ich hab Paper auf meinem Klo, ja. Firmen. Ja, das Paper kann man auch ganz gut gebrauchen in so einer Quarantäne. Ja, sehr schöne Zeilen auf jeden Fall, feiere ich mega ab. Ja, Green ist einfach wirklich. Es ist auch, ihr müsst euch mal Interviews von ihm angucken oder das, die er auf seinem Channel mal gemacht hat. Ja, es ist ein super reflektierter, lustiger, humorvoller Mensch auf jeden Fall. Ich feiere Green einfach wirklich komplett. Ich hab Paper auf meinem Klo, ja. Firmen gehen pleite, die Wirtschaft fährt runter. Geschäftsmänner traurig, Mama Erde munter. Flugverkehr ist lahmgelegt. Hoffentlich auch bald die AfD. Ja, Mann. Oh, schön wär's. Schön wär's. Ich glaub leider nicht dran. Aber Hoffnung kann man ja haben. AfD. Hamster fallen übereinander her und kaufen wie verrückt die Regale leer. Besonders Klopapier hatte sie ihnen angetan. Was haben sie denn vor? Alles für den Arsch. Hamster fallen übereinander her und kaufen wie verrückt die Regale leer. Besonders Klopapier hatte sie ihnen angetan. Was haben sie denn vor? Alles für den Arsch. In Deutschland was los mit der? Cool, einfach cooler Song, lustig. Musikalisch. Video ist so Panne, dass ich es so richtig gut finde. Einfach nice. Props an Green. Leute, lasst auf jeden Fall bitte Support da. Mega cooles Teil geworden. Mit der, wo ist mein Klopapier? Was ist bloß passiert? Ich komme auch für das Video gar nicht richtig klar, das ist so bescheuert, einfach nur. Absolut feierbar, Mann, absolut feierbar. Leute, Link zum Original in der Beschreibung auschecken und Supporter lassen, falls ihr es noch nicht getan habt. Ich wünsche euch jetzt einfach noch einen wunderschönen Tag, hoffe, ihr habt genug Klopapier. Bis dahin, macht's gut, haut da rein und ciao. Bleibt gesund.